Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem Haul und zwar war ich im Action. Also, ich habe nur schnell die Perspektive geändert. Auf jeden Fall, ich war im Action. Und zwar bei uns in Frankreich. Und deswegen ist auch die ganze Einkaufsliste auf Französisch. Und ich habe Schlage und Schreibe so viel Geld ausgegeben. Ich muss dazu kurz sagen, dass es eine Spontanaktion war. Es war geplant, dass ich zum Action fahre, aber meine Schwester konnte nicht, beziehungsweise ihr Freund nicht. Und dann hat meine Tante halt gesagt, sie fährt doch. Und ja. Hat mich damit quasi überrascht und so sind wir dann zum Action gefahren. Eine Stunde haben wir hingebraucht, obwohl es eigentlich eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde war. Wir haben uns kurz verfahren, aber dann haben wir es auch gefunden und zurück haben wir dann knapp eine halbe Stunde gebraucht. Ich muss dazu sagen, ich war überwältigt. Es war zwar, das Bastelregal war fast leer. Es gab kein Papier, kein Washi, keine diese Stanzdinger, keine Kartenteile. Ja, aber trotzdem habe ich ein paar Sachen mitgenommen und ja, sonst wäre es ja nicht so viel gewesen. Ich zeige euch mal kurz die Tasche. Hier ist die Tasche. Das hier habe ich von. Auch gibt es auch im Action diese große Box, die habe ich von meiner Mama bekommen. Und ja, ich weiß nicht, das hängt immer noch so ein bisschen runter. Und dann fangen wir mal an mit diesen Glitzersteinchen. Waren leider nur diese hier. Und zwar einmal diese, weil ich natürlich meine Mädels auch mitbringen wollte. Ich habe denen ja das versprochen gehabt und jetzt habe ich halt alles, was da war, mitgenommen. Wahrscheinlich werde ich dann so Streifen schneiden. Mal gucken. Es ist halt blöd, weil es von denen echt immer nur eins gab. Und da gab es einmal diese hier. Und dann hier die in Silber. Und diese hier. Und von den Halbperlen gab es eben nur diese zwei Packungen. Einmal diese hier. Und einmal diese hier. Aber ich fahre im November wahrscheinlich nochmal hin, weil ich ja noch Weihnachtspapier brauche und noch ein paar Goodies für die Weihnachts-Adventskalender. Und ja, dann haben wir unbedingt diese Teile hier gewollt. Und da gab es auch nur diese drei. Und die habe ich natürlich hier mitgenommen. Und ich werde die halt aufteilen. Und die werden dann wahrscheinlich vielleicht sogar in den Weihnachtskalender landen. Mal gucken. Also zweimal blau und einmal gold oder Bronze oder wie auch immer. Dann habe ich diese Sticker. Gibt es das auch in Deutsch? Acht Stoffbogen selbstklebend. Viermal mitgenommen, eben für mich und meine Mädels. Bei zwei weiß ich nicht, ob die es möchten. Muss ich nochmal nachfragen. Und da sind diese Motive drin. Und ja. Und dann habe ich die hier auch nochmal. Da gab es leider nur drei davon. Die sie hier mitgenommen. Und dann habe ich Briefumschläge mitgenommen, ganz stinknormale. Einmal diese Größe, das ist jetzt 114 mm mal 162 mm. Und einmal diese ganz großen. Das sind 100 Stück drin. Nee, das sind keine 100 Stück. 25 Stück. Und natürlich alles unter 1 Euro. Dann habe ich mir hier dieses Messer-Set mitgenommen. Hat, glaube ich, 1,99 gekostet.
Dann habe ich meinen Mädels Glitzer mitgenommen, weil ich habe die ja schon zweimal von einem Tauschpäckchen. Habe ich dreimal für die liebe Steffi, für die liebe Jenny und für die liebe Nadine. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Dann habe ich diese, warte mal, ich habe da einmal diese Fläschchen mit diesen Mikroperlen. Ich war nur scharf auf die Fläschchen. Die haben, lasst mich nicht lügen, 79 Cent oder 99 Cent gekostet. Und da habe ich die dreimal mitgenommen. In der Farbe. Da muss ich mal ausknobeln, wer für meine Mädchen die will und wer diese hier Packung haben möchte. Also mir geht es nur um die Flaschen. Ich werde so ein dunkles nehmen, weil ich nur die Flaschen möchte. Und ja. Dann habe ich noch andere Glitzersteinchen Päckchen gefunden, aber auch nicht viele. Und zwar einmal diese waren auch die letzten. Ich hoffe, dass sie da, wenn ich im November hinfahre, nochmal hinkommen, weil ich will die unbedingt auch für meine Mädels haben. Und ich hatte da gestern echt ein schlechtes Gewissen, weil ich ja denn die Sachen versprochen gehabt habe und nicht hinfahren konnte. Und ich bin ein Mensch, wenn ich ein Versprechen nicht halte, dann geht's mir echt mies. Und vor allem bei Menschen, die ich echt gerne habe und denen ich eine Freude machen möchte, weil die immer für mich da sind und mir auch immer helfen und ich denen einfach mal Danke sagen möchte. Und vielleicht tue ich das jetzt einfach hier auf dem Weg, dass ich euch dreimal echt danke und auch dir, Nadine, dass du auch eine tolle Freundin mittlerweile geworden bist und meine beiden Mädels, Jenny und Steffi, ihr seid für mich unersetzbar. Und ja, dann einmal diese hier. Einmal diese bunten. Und einmal diese Dings. Das gab es leider auch nur noch 4 Stück. Diese 4 halt. Ich war halt nur enttäuscht, dass es halt kein Bastelpapier in dem Sinn gab. Und ja, da habe ich mir jetzt mal so Dekoband mitgenommen. So Stoffband. Das hat meine Tante falsch rum aufgemacht. Das geht nämlich hier auf so dünnes. In den Farben hier. Und einmal hier in den. Da ist 3x12 mm mal 5 Meter drauf. Das ist ja der Wahnsinn. Dann kann ich ja auch die mit euch teilen. Weil so viel brauche ich ja auch nicht. Dann habe ich einmal ein Papier. Diese hier gefunden. 20 mal diese Lion Cardstock. Das sind die Farben drin. Auch nur einmal. Papier gab es wirklich gar nichts. Und einmal hier in Weiß. Und zu den Stickern kommen wir gleich. Ich lege ihn auf die Seite. Na, jetzt ist mir die Rechnung runtergekommen. Dann einmal hier dieses Cardstock-Block. Das wollte die liebe Jenny. Jenny, ich werde die mit uns... Die gab es leider nur noch einmal. Ich werde die dann mit uns teilen, weil die gibt es einmal hier in Weiß und einmal hier in Gelb. Das teile ich dann zwischen uns zwei. Ich hoffe, das ist für dich okay. Und dann habe ich dir dieses Deko-Patch-Papier noch mitgebracht. Das wolltest du ja auch. Ich hoffe, du freust dich. Weil ich momentan keine Boxen verziehe, beziehungsweise habe ich genug Servietten. Und einmal dieses Motiv. Dann habe ich hier dieses 1 Kilo Papier. Das ist falsch rum. 8 Designs, 1 Kilo. Wie viel ist da von jeder Farbe drin? Von jedem Blatt. Dass ich mit dem. Gab es auch leider nur noch einmal.
regt mich alles echt auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Ja. Da kann ich mit euch teilen. Und das freut mich auch. Und da sind halt eben die Motive drauf. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Dann habe ich mir Scheren mitgenommen. Ich glaube, davon habe ich noch ein paar mehr. Und zwar habe ich mir ja die gekauft im Teddy für 1 Euro und die haben 59 Cent gekostet. Nochmal, ich habe die ja im Teddy gekauft für 1 Euro und die haben 59 Cent gekostet. Habe ich auch für meine Mädels jeweils noch eine mitgenommen. Und ja. Oder für Tauschpäckchen mal, wie auch immer. Dann habe ich Sticker. Dann habe ich mir Weihnachtsstanzen mitgenommen. Einmal dieses Motiv. Dieses Motiv. Und dieses Motiv, ja, da wusste ich ja nicht, ob die auch die haben wollen. Und wenn sie es halt möchten, kann ich die euch nochmal besorgen. Dann habe ich noch dieses Band. Dann habe ich mir dieses hier geholt, dieses Teil habe ich auch alles mitgenommen, was es gab. Werde ich natürlich unter uns auch aufteilen. Habe ich schon ein paar Goodies für euch, für die Weihnachtskalender. Und ja, weil das verbrauche ich ja nicht. Das sind wie viel Meter? 5 Meter jeweils. Und das sind auch 5 Meter. Das ist sogar zweimal. Ja. Das sind auch 5 Meter. Das ist sogar selbstklebend, oder? Das gucke ich dann nachher. Und dieses hier nochmal in weiß. Dann habe ich für die liebe Jenny dieses Gesso mitgenommen und für mich auch. Wusste jetzt auch nicht, ob Steffi das auch möchte. Oder du, Nadine. Aber wenn ihr das nochmal auch möchtet, sagt mir Bescheid. Dann gehe ich fahr ja sowieso nochmal hin. Also ihr beiden sagt mir dann Bescheid. Dann habe ich ganz viel von diesen drei hier mitgenommen. Also einmal für die Jenny, Steffi und Nadine und für mich. Jeder kriegt so 3 so Flaschen. Das ist einmal dieses Peach ist das. Das ist Klebstoff und Lack in einem für auf Wasserbasis. Das ist ideal für Verklebungen und von Servietten, Papier und anderen leichten Materialien. Das gibt so einen Pearl-Effekt. Und das ist das Normale. Und das ist so ein Schimmereffekt, glaube ich. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich die euch auch noch mitgebracht. Und dann noch die. Also die habe ich nur zweimal immer bekommen. Da muss ich mal gucken. Und dann habe ich mir noch diese Stanze mitgenommen mit der Note. Den fand ich toll. Dann habe ich viermal. Ihr könnt sehen, da kriegt jeder von euch einen Block. Mit diesem Kids-Papier, mit diesem Cardstock für Kinder. Und ich finde es
total cool. Da habe ich euch allen ein Vlog mitgebracht. Also Jenny, bei dir brauche ich jetzt wirklich einen Umzugskarton. Bleibt mir nichts anderes übrig. Und dann habe ich noch... Na, das klebt jetzt fest. Nein, okay. Zweimal hier diese große Version. Da werde ich einen für mich behalten. Und einen werde ich unter euch drei aufteilen. Und da sind die Farben alle drin. Und ja, das sind 50 Blatt drin. Wie viel sind denn von jeder Farbe drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 durch 3 geht nicht, aber das klappt schon. Dann kriegt ihr noch ein Blatt von mir. Dann hat jeder 3 von jeder Farbe. Okay? So, dann habe ich noch 2 so Schneidematten mitgenommen. Diese A3. Die haben 1 Euro noch was gekostet. Falls die jemand von euch auch haben möchte, sagt mir bitte Bescheid, okay? Ich habe leider keinen Empfang gehabt in Straßburg. Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich ja nur deutsches Netz habe und kein französisches Netz. Und jetzt zeige ich euch noch da drin, sind die ganzen Flaschen, wo ich gesagt habe. Und ja, falls ihr jemand im Hintergrund reden hört, das ist meine Mama und meine Tante. Jetzt kommen wir zu den Stickern und von den 3 gab es leider nur ein Päckchen. Und da bin ich echt traurig, weil ich hätte euch da auch gerne mitgenommen. Aber da sind ja immer die Doppelten drin und da sind ja 150 Sticker jeweils drin und da kann ich euch ja mal eine Reihe abschneiden. So, dann habe ich hier einmal diese. Und da möchte ich euch auch die Motive zeigen. Und zwar einmal na, Fokus. Dann so, das sind einmal diese Motive. Und die sind ja dann immer mehrmals vorhanden. Und das finde ich ja gerade das Coole daran. Und die sind halt Papiersticker. Und ja. Und dann habe ich mir dieses Motiv mitgenommen. Ja, die finde ich ja recht süß. Hello Kitty selbst kann ich nichts mit anfangen. Aber ja. Da sind dann... Aber für Pocket Letter finde ich die ja recht süß. Und wenn man die vielleicht mit diesem Patch da bearbeitet, kann man die auch so eingießen. Und ja, ich glaube, ich hätte noch, wenn es noch mehr gegeben hätte, noch mehr mitgenommen. Ja. Und meine Mama und meine Tante waren auch davon begeistert. Und hier die Mickey Maus. Und ja, total cool. Und ja. Also an Sticker habe ich alles mitgenommen, was es an Stickern gab. Also von Disney, von Prinzessin Frozen und so. Ein paar habe ich ja schon selbst bekommen. Dann habe ich hier einmal Hello Kitty. Da weiß ich nicht, da könnt ihr euch drum streiten, wer die haben möchte. Hello Kitty ist ja nicht so meins. Dann habe ich einmal nur Disney. Dann dreimal hier Mickey Mouse, aber die habe ich schon. Deswegen habe ich sie für euch. Aber bei Steffi weiß ich ja nicht, ob die sie
auch haben möchte, dann musst du mir nochmal Bescheid sagen. Ich habe sie deswegen dreimal mitgenommen. Das ist einmal dieses Motiv. Oh Mann, er fokussiert nimmer. So viel im Hintergrund. Und einmal dieses Motiv, die habe ich ja schon. Und dann habe ich nur einmal Frozen. Hoffe ich ja, dass die nochmal reinkommen. Und Winnie Pooh. Also, wer Winnie Pooh möchte, kann sie gern haben, aber ich werde mir die Ear-Sticker klauen. Und dann habe ich dreimal, viermal dieser Minimaus-Sticker. Also, das sind so Bücher. Und da habe ich, sind einmal diese Motive. Diese Motive. Diese Motive. Diese. Dann viermal, weil ich die auch noch nicht habe für alle für uns. Dann dreimal Prinzessin. Da schaut einfach nur, ich mache sie rum. So, dann viermal Mini Mickey Maus. Und das jetzt gerade ein Sticker ab. Wie gesagt, das sind halt alles Papiersticker. Und ja. Und dreimal Frozen-Sticker. Und ich dachte so für Fotoalbum oder ja, Olaf, total cool. Für Pocket Letter oder so. Dann habe ich zweimal diese hier. Gab es leider auch nicht mehrmals. Aber da weiß ich nicht, Jenny, ob du die schon hast, die gleichen. Musst du mir auch mal sagen, weil ich habe die schon mehr wie einmal. Und dann zweimal hier diese hier. Und die Rückseite. Und dann viermal hier Minnie Maus. Und zwar einmal dieses Motiv. Und einmal dieses Motiv. Und dann möchte ich mir, dass die liebe Steffi mir sagt, ob sie die auch haben möchte. Weil die habe ich ja schon mehr wie einmal. Und ja. Das war mein ganzer Action-Haul. Und ja, nein, ich habe noch was vergessen. Dieses doppelseitige Klebeband habe ich noch mitgenommen, aber ich glaube, das ist das Falsche. Ich weiß nur nicht. Ich werde es mal austesten, ob das gut funktioniert für Papier. Und da habe ich euch auch eine Rolle mitgebracht. Und ja, so. Das war's aber jetzt dann wirklich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und ich werde das jetzt alles sortieren. Und ja. So. Also dann, bis bald. Tschüss.